Hallo und herzlich willkommen zu Merlin Shows Mods. In diesem Video schauen wir uns an den Mod Deep Mob Learning in der Version 2.5.0 von Iteration Funk in Minecraft 1.12.2. Gleich vorweg, es gibt zu dieser Mod eine Anleitung, allerdings ist die nicht in dieser Mod enthalten, sondern das ist die Mod Patchouli von Vesky. Und hier kann man das alles nochmal nachlesen, was wir hier heute durchgehen. Aber die Mod ist natürlich nicht immer installiert. Sprich, zum Beispiel bei Sky Factory 4, wo wir jetzt gerade sind, ist die nicht mit dabei. So, dann fangen wir an mit den Crafting Basics, quasi die Basic Materialien. Das Wichtigste bekommen wir, indem wir Redstone auf einen Block of Coal links klicken. Dazu muss ich mal kurz in den Survival Mode wechseln. Und wenn ich jetzt links klicke, bekomme ich für ein Redstone ein Soot Covered Redstone. Genau. Kommen wir also. Block passiert nichts, wird einfach nur durchgeändert. Okay, dann wechselt man wieder in den Game Mode Creative. So, was machen wir daraus? Erstens einmal mit 3 Obsidian und 1 Soot Covered Redstone machen wir die Soot Covered Plate. Und aus der Soot Covered Plate macht man dann zum Beispiel, also hier kann man die craften und daraus kann man dann die anderen Gerätschaften craften. So viel einmal zu den Basics. Dann, die Mod ist kompatibel mit Thermal Expansion, Twilight Forest, Tinker's Construct und Meta Overdrive. Ich habe gesehen, es gibt auch noch ein Blood Magic Add-on, aber das haben wir jetzt in dieser Mod-Vorstellung nicht mit dabei. Dann fangen wir an mit dem Basic Tool, das man als erstes braucht. Wir schauen nochmal kurz das Crafting-Rezept, wobei das kann jeder im JAI nachschauen. Genau. Deep Mob Learner brauchen wir und die Blank Data Models. Da sollte man vielleicht gleich einmal, was ihr seht, 10 Stück. Ihr seht hier, da braucht man doch eine ganze Reihe. Das Blank Data Model wird hochgecraftet zu den ganzen anderen, indem man zum Beispiel für ein Zombie Data Model Rotten Flesh craftet oder für ein Wither Data Model Nether Star zum Beispiel. Genau. Standardmäßig, ich hätte es gern hier bitte, Dankeschön. Genau, wenn ich jetzt das Deep Learner rechts klicke, dann habe ich hier ein User Interface mit 4 leeren Slots. Da kann ich dann die Data Models reinschiften oder reinlegen, ganz normal. Ihr seht hier die Live Points, also ein bisschen Informationen. Und hier steht auch Defeat 6 more to reach basic. 0 haben wir getötet und Model Tier Faultier, quasi fehlerhaft. Wir müssen dieses Model quasi erst Daten hinzufügen, indem wir Mobs töten. Ich kann bis zu 4 gleichzeitig tragen und rechts unten kann man sehen, Faulty Model, also das nochmal Anzeige, wenn ich jetzt 4 drin hätte, würde man alle 4 übereinander anzeigen. Genau. Wie bringe ich das jetzt also zu Basic? Ist ganz einfach. Ich lege das einmal in die Offhand, dass man rechts unten das Menü sieht. Genau, ich spawne jetzt einmal ein paar Mobs, beziehungsweise müssen Zombies sein, sonst funktioniert es nicht. Genau, und rechts unten sieht man schon, es geht hoch. Genau. Und sobald ich die 6 erreicht habe, steht hier Zombie Data Model Reached the Basic Tier. Genau. Werden wir dann gleich sehen, warum wir das brauchen. Genau, sehen wir. So, der nächste Block ist die Simulation Chamber. Auch vom Crafting her nicht so tragisch. 2 Enderperlen, okay. Und was brauchen wir noch? Wir brauchen noch Polymer Clay. Polymer Clay besteht aus Gold, Eisen, Lapis und Clay. Da bekommen wir 16 Stück raus. Genau, was machen wir jetzt mit dem Ganzen? Die Simulation Chamber braucht natürlich Strom, RF oder Forge Energy. Und wenn wir hier jetzt, das ist jetzt ein hochgezüchtetes, das reinlegen, dann möchte er mit der Simulation anfangen und Sachen erzeugen daraus. Also das Ganze zielt darauf hin, dass man Mob Drops zum Beispiel erzeugen kann. Jetzt brauchen wir hier oben noch bei dem I den Polymer Clay und dann geht der Prozess los. Das läuft einmal durch. Okay. Hier sehen wir schon 42% Pristine Shares. Das sehen wir gleich. Es kommt bei jedem Durchlauf immer ein Meta raus. Erkläre ich auch noch. Und mit 42% in dem Fall ein Pristine Meter. Genau. Na, 1000 falsche Knöpfe. Genau, hier haben wir ein bisschen was vorbereitet. Das Polymer Clay geht oben in die Maschine rein, also der Input ist immer oben, die Seiten und unten ist der Output.
Genau, und ich habe jetzt hier mal die verschiedenen Tiers reingelegt. Wir haben hier Faulty. Okay. Also, ich habe hier Basic reingelegt. Hier Advanced, hier Superior und hier Self-Aware. Aber wie ihr seht, das geht von selbst hoch. Genau. Bei Faulty bekommt man nichts raus. Bei Basic ein bisschen mehr. Also das ist immer gleich. Die Pristine Meta wird mehr mit der Zeit. Genau, da haben wir schon 7 und hier haben wir 19. Das liegt immer an der Chance. Deswegen macht es Sinn, dass wir das Ganze hoch leveln, indem wir viele Mobs töten, weil wir dann eben eine höhere Chance auf Pristine haben und das ist das, was wir wollen. So, dann gibt es hier verschiedene Meta. Es gibt einmal die 4, Overworldian Meta, Hellish Meta, Extraterrestrial Meta und Twilight Meta. Das bekommt man von alle Overworld Mobs, wenn man die im Simulation Chamber durchlaufen lässt. Also Zombie, Skelett, Creeper, Spider, Slime, Witch und so weiter. Kann man ganz einfach die Models machen, indem wir, weiß gar nicht, ob ich es gezeigt habe, immer ein Item, ein passendes Item zusammencraften. Genau, dann helle Schmetter natürlich von Blaze, Wither Skeleton und so weiter. Dann Ghast ist auch noch mit dabei. Extraterrestrial Matter bekommen wir vom Enderman. Und Twilight Matter natürlich von den Twilight Mobs. Genau, und dann gibt es das gleiche auch noch als Pristine Matter. Das ist also das ist bezogen, wo die Mobs herkommen. Und das ist direkt Mob bezogen. Zum Beispiel das Spider Matter, Wither Skeleton Matter, Enderman Matter und Twilight Forest Matter. Was machen wir jetzt mit dem Ganzen? Zeige euch das einmal kurz an denen, die sind nämlich zum Craften gedacht. Wir können hier verschiedene Items craften. Es kann natürlich immer von Modpack zu Modpack unterschiedlich sein, aber wir können hier zum Beispiel Cobweb, Gunpowder, Spider Eye, Arrows, also wir können hier einige Mob Drops zum Beispiel craften, genau vom Zombie, Potatoes oder was weiß ich. Von Nether Quartz können wir sogar Pristine Shards, Grass Blocks oder wir können es hoch craften zum nächsten Tier. Damit können wir auch wieder diverse Nether Sachen craften. Hier können wir diverse End Sachen craften und Dragon's Breath auch End Sachen. Genau. Das ist natürlich ein bisschen außen vor, aber hier auch wieder das, was man halt so standardmäßig braucht vom Twilight Forest. Genau, aber wie gesagt, uns geht es hauptsächlich um das Pristine Matter. Ich habe mal mit 3 vorbereitet und der nächste Block ist der Loot Fabricator. Crafting Rezept auch wieder ganz okay. Schauen wir kurz das User Interface an, auch der braucht wieder Strom. Genau, und hier sieht man das User Interface. Wenn ich jetzt irgendwas reinlege, legen wir mal das Witch Matter rein, dann zeigt er mir alle möglichen Drops von der Witch an, die ich erzeugen kann. Hier zum Beispiel Zucker, Glowstone, Redstone, Inferium Essence hier in diesem Modpack und Statue Core. Genau, hier die Thermal Expansion, Rods und Drops. Und hier zum Beispiel von Meta Overdrive. Kann man sogar noch rumklicken. Genau, jetzt kann ich quasi mit diesem einmal das erzeugen, was da steht. Wenn ich zum Beispiel sage, okay, ich hätte gerne einen Android Head, dann verbraucht er dieses Meta und ich habe einen Android Head. Genau. Hier das gleiche, kann ich sagen, okay, ich möchte gerne Inferium Essence haben. Und deswegen brauchen wir hauptsächlich die Pristine Meta und die andere, okay. Kann man theoretisch auch, gehen wir nochmal kurz in, mit Rechtsklick, ich weiß nicht, ob ihr das gesehen habt. Machen wir nochmal kurz. Genau, wenn man mal unten auf meine Experience-Leiste schaut, gibt mir XP. Falls man jetzt nichts draus craften möchte oder so. Genau, und was machen wir mit dem Pristine Meta? Genau, auch wieder oben reinleiten, seitlich oder unten rausziehen. Funktioniert mit Hopper und Item-Tag zum Kabeln. Genau, und hier kann ich jetzt die Items herstellen. Zum Beispiel vom Ender Dragon Meta kann ich zum Beispiel Dragon Eggs herstellen. Wenn ich jetzt das angeklickt habe und möchte jetzt was anderes herstellen, kein Problem. Ich klicke oben rein. Solange das angeklickt ist und die gleiche Meta nachgefüllt wird, bleibt immer das gespeichert.
Wenn ich jetzt zum Beispiel sage, okay, ich hätte gern Dragon's Breath. Einfach Mittelklick draufdrücken, da nochmal draufdrücken, ab jetzt macht er Dragon's Breath. Und wie man sehen kann, er macht einiges. Aber man braucht natürlich auch die Pristine Meta dafür. So, das nächste ist der Trial Keystone. Auch wieder ganz okay. Ja, und man braucht die Trial Keys. Davon braucht man mehrere. Also die muss man deutlich öfters herstellen für das Ganze. Aber das sehen wir gleich. Genau, was kann man mit diesem Trial Keystone? Der Trial Keystone erzeugt quasi eine Kampfarena, in der man Mobs spawnt und die muss man töten. Schauen wir uns das Ganze mal ein bisschen an. Genau, wie macht man jetzt also Trial Key? Das sieht man schon. Hier kann man sehen, wenn man craftet, steht standardmäßig, ist der nicht attuned. Der ist quasi noch keinem Mob zugewiesen. Hier sieht man es nochmal. Möglich sind Zombie, Enderman, Skeleton, Witch, Spider, Slime und Wither Skeleton Trials. Die anderen kann man nicht da drin verwenden. So, dann schauen wir mal kurz in den Deep Mob Learner. Was haben wir da drinnen? Wir haben ein Tier Basic. Genau. Genau, machen wir es ja so. Dann brauche ich wieder ein Schwert, bitteschön. Genau, jetzt habe ich quasi, die sind schon attuned, die kann man jetzt ignorieren. Wichtig ist der, der muss im Inventar sein und darf noch nicht zugeordnet sein. Wenn ich jetzt einen Mob töte und das gleichzeitig auch da drinnen habe, seht ihr rechts unten, Trial Key was attuned to Zombie. Genau, und zwar in Basic mit dem Affix Blaze Awaiters. Sehen wir gleich. Genau. Dann gehe ich da mal in die kleine Farm rein. Also, mal schnell mal irgendeinen Block da. Den kann man nicht platzieren, sehr schön. Genau, hier kann man sehen. Die Trial Area, also die Arena, muss 15 mal 15 mal 10 Blöcke groß sein. Sprich quasi 15 mal 15 und 10 Blöcke hoch. Wenn das weg ist, dann kann man das reinlegen. Ich lege jetzt also den Trial Key rein. Und jetzt ist wichtig, das Ganze, der Trial Key verschwindet nach dem Arena-Kampf. Und dann muss ich erst wieder einen Zombie töten, damit ich einen neuen Trial Key habe. Deswegen sollte man immer, wenn man noch weitermachen will, oder generell, den einen reinlegen und einen weiteren leeren im Inventar haben, der dann beim Kampf wieder attuned werden kann. Genau, hier sieht man schon, Tier Basic, zwei Wellen und als Reward bekommen wir drei Pristine Zombie Meta. Egal, bleiben wir jetzt bei Creative. Genau, ich starte jetzt das Ganze und jetzt kommen drei noch die Zombies. Genau, rechts sieht man auch Welle 1 von 2 und gleich kann man es nochmal sehen. Fünf müssen wir noch umbringen. Und da haben wir es. Genau, und hier kann man sehen, jetzt haben wir unser Pristine Zombie Meta bekommen. Und der nächste Trial Key ist wieder attuned to Zombies. Sprich, wir können den gleich wieder reinlegen und gleich wieder neu starten. Genau, was ich noch vergessen habe, es geht mit und ohne Dach. Bei manchen ist direkt ohne Dach besser, bei manchen ist mit Dach besser. So, genau, da steht jetzt Basic und Affixes Loot Hoarders. Wir sehen hier ein paar, die schon auf Self-Aware sind. Wie bekommt man die verschiedenen Tiers? Ganz einfach, wenn ich hier Basic drinnen habe und der wird attuned, also sprich, ich töte einen Mob, dann wird der auch Basic. Sprich, indem man hier immer weiter Mobs tötet, züchtet man ja die Data Model hoch und dadurch bekommt man auch stärkere Keys. Genau, dann gehen wir jetzt kurz einmal zu den Affixes. Genau, da gibt es verschiedene. Und zwar ist immer die Chance, oder ist es bei den Trial Keys,
immer random Affixes mit dabei. Das können gute, das können schlechte sein. Es gibt zum Beispiel Speed, also die Mobs sind schneller. Es gibt Region Party, da können so Lingering Potions, quasi so diese Felder, wo man Regeneration bekommt, am Boden sein. Es können Empowered Glitches auftreten, das sehen wir dann gleich noch. Es gibt Knockback Immunity, dass quasi die Mobs keinen Knockback oder ignorieren. Es gibt Blaze Invaders, da erscheinen random Blazes. Loot Hoarders, das sind kleine Zombies mit besserem Loot. Thunderdome ist, ja, es können Charged Creeper spawnen, Hexen spawnen und ist gewittert stark. Desto höher der Trial Key Tier ist, desto mehr Affixes hat das Ganze natürlich. Ihr seht hier, bei Basic ist ein Affix, bei Self-Aware sind es drei Affixes. Genauso auch bei Basic sind es weniger Runden und weniger Mobs, bei Self-Aware sind es natürlich einige mehr Mobs. Das ist die Frage, warum will man das Ganze? Beziehungsweise vorher zeige ich noch kurz einen Systemglitch, der eben auch Empowered Glitches hier auftreten kann. Das ist quasi ein Mob, der random auftreten kann und der ein spezielles Item droppt, und zwar das Corrupted Glitch Heart. Genau, muss ich kurz schauen, habe ich irgendwas vergessen? Nein, ich denke nicht. So, das können wir wieder weglegen. Genau. Warum machen wir das Ganze mit dem Hochzüchten? Genau, hier kann man es nochmal sehen. Ich bekomme bei Faulty 2 Pristine Zombie Meter, bei einem Basic-Kampf 3, bei Advanced 5, bei Superior 12 und bei Self-Aware bekomme ich 18 Pristine Zombie Meter und 3 Corrupted Glitch Hearts. Und die sind sehr gut. Genau, bei Nyana ist natürlich genauso. Immer bei Self-Aware gibt es die Corrupted Glitch Hearts. Bei Skeleton zum Beispiel 3, bei Witch 6, weil das natürlich schwieriger ist. Bei Spider gibt es 4, Slime 3, ihr seht schon. Genau. So, jetzt kann man jetzt mal alles wegräumen. Genau, was macht man jetzt mit diesem Corrupted Glitchhead? Muss ich nochmal kurz in den Survival Mode wechseln. Und wie vorher schon mit der Kohle, kann man hier auch wieder links klicken. Ich habe jetzt ein Herz gelinksklickt und bekomme 3 Unstable Glitch Fragments. Genau, da steht es nochmal. Crafted by crushing a corrupted glitch heart against some obsidian. Left click 3 pro Herz. Genau, das kann ich quasi jetzt machen, bis ich alle Herzen durch habe. Und bekomme dann die Unstable Glitch Fragments. Genau, was machen wir jetzt mit denen? Wir brauchen einmal die Fragmente, wir brauchen Gold und wir brauchen Lapis. Und das Ganze schmeißen wir in Wasser rein. Dann kommen kurz Partikeln raus und dann bekommen wir Glitch-Infused Ingots. Ich kann es natürlich auch anders machen, indem ich das alles reinschmeiße. Warten wir einen kurzen Moment und dann sieht man schon, wie die Ingots raustroppen. Genau, also quasi 1 zu 1 ein Unstable Glitch-Fragment plus ein Lapis plus ein Gold ergibt ein Ingot. Ich kann das Ganze auch zum Block hochcraften, hat aber keinen Hintergrund, ist einfach nur optischer Natur. Ja, und was machen wir jetzt daraus? Warum nehmen wir das Ganze auf sich? Ganz einfach, wir können daraus ein Schwert und eine Rüstung craften. Schauen wir uns mal das Schwert an. Okay, ich bin wieder im Survival Mode. Das Schwert hat standardmäßig 1,6 Attack Speed und 10 Attack Damage. Hat zwei Bonus. Der erste ist, wenn man mit diesem Schwert ein Zombie tötet zum Beispiel und dabei das Data auf diesen Data Models höher wird, verdoppelt sich das. Sprich, wenn man einen Mob tötet, zählt das Ganze doppelt. Das nächste ist, es gibt dabei, wenn das quasi passiert, dass das doppelt zählt, eine leichte Chance, also wirklich gering, dass das Schwert einen permanenten Damage Increase kriegt, quasi stärker wird. Und zwar maximal 18. Okay?
schön, weil der Iteration Funk, der Video zu diesem Mob gemacht hat, sagte 34 maximal. Okay, vielleicht wurde das geändert, aber wie gesagt, man kann das quasi auf 28 Attack Damage hoch trainieren, kann man so sagen. Genau. Und jetzt ist eigentlich Interessante oder das Genialste an der ganzen Sache: Wir haben hier die Rüstung, ah ja, das Schwert, schauen wir noch mal kurz. Zwei Iron Nuggets, zwei von den Ingots und das Rest kann man ganz normal hochcraften, wie man heute halt Rüstung craftet. Was ist jetzt der große Vorteil? Ganz einfach, ich bin im Survival Mode. Ich habe Creative Flight. Also das ist wirklich eine schöne Sache. Ich kann kreativ fliegen, brauche keine Energie, brauche keinen Treibstoff. Ich muss nur einmal eben die Trials durchgemacht haben, um die Herzen zu bekommen. Dann hat das Ganze noch einen weiteren Bonus. Also man braucht die komplette Rüstung muss man natürlich anhaben. Genau, so kann man nicht fliegen. So kann man wieder fliegen. Und wenn auch wieder das Data Model, sprich wenn eins von den Data Models einen Punkt hinzubekommt, gibt es die Chance zu 18%, dass man nochmal zwei Pristine Meta von dem bekommt. Also absolut genial, hauptsächlich wegen Flug und natürlich so auch keine schlechte Rüstung. Wenn man sich die OP, die Toughness und die Armor mal anschaut, ist ganz okay. Und wie gesagt, genial ist natürlich der OP-Flight. Ja, das Ganze kann man natürlich auch noch enchanten, ganz normal, nichts Außergewöhnliches. Ja, an sich eine schöne Sache, ist einmal eine komplett andere Art mit Mobs zu farmen. Interessanter Weg, nicht die übliche Mobfarm, sondern man kann einmal einen anderen Weg gehen. Hat auch noch eine geniale Rüstung und auch ein paar interessante Techniken mit dabei. Also ich denke an sich eine ganz gelungene Mod. Genau, wie gesagt, das Geilste ist natürlich die Flugrüstung. Okay, das war's auch schon wieder zu dieser Mod. Ich hoffe, dir hat das Video gefallen. Wie immer bitte gerne abonnieren, bewerten, kommentieren. Und dann bleibt mir nur noch zu sagen, einen schönen Tag noch und bis zum nächsten Mal. Ciao.